Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen in meinem Esszimmer. Das ist mal ein anderer Hintergrund und vorab kurze Entschuldigung dafür, dass es so dunkel hier ist, dass hier so schlechte Lichtverhältnisse sind, aber ich hatte keine Lust, meine Softbox aufzubauen. Das ist Veränderung Nummer 1, der Raum. Veränderung Nummer 2 ist, dass ich meine Brille aufhabe. Ich wurde darauf hingewiesen und ich bedanke mich an dieser Stelle dafür, dass meine Videos wohl in letzter Zeit so ein bisschen unscharf waren. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass dieses Video ein bisschen schärfer ist. Ich kann es nicht so richtig erkennen. Ich glaube, es ist scharf, aber ich habe so ein kleines Sehschwächeproblem in letzter Zeit. Das hängt aber auch mit der Schwangerschaft zusammen, glaube ich. Und ja. So viel dazu. Jetzt habe ich genug geredet. Ich habe heute für euch einen kleinen Haul. So einen kleinen wild gemischten Haul eigentlich. Ich war bei Zimmermann. Ich glaube, so heißt der Laden, ja. Zimmermanns Restposten in Spaden? In Langen. In Langen. Falls irgendeiner von euch hier aus der Nähe kommt und weiß, wo das ist. Und dort habe ich eigentlich nach Blümchen gesucht, habe auch tatsächlich welche gefunden. Leider, wie sich rausstellt, nicht so viele gekauft, wie ich hätte kaufen sollen. Aber ich habe noch ein paar andere schöne Sachen gefunden und ich dachte, ich teile das mal mit euch. Und ja, dann gibt es einfach mal einen etwas anderen Haul als sonst. Und weil ich keine Lust hatte, die Sachen alle in den Raum zu tragen, wo ich normalerweise Videos drehe und auch nicht mich in die Küche zu setzen auf dem Fußboden, habe ich gedacht, dann gibt es heute mal ein Video aus meinem Esszimmer. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Ich fange mal mit den Pflanzen an. Und bitte entschuldigt, wenn ich nicht bei jeder Pflanze weiß, wie sie heißt. Ich habe erstmal mir Premium gekauft. So ein 10er-Träger ist das. Wie ich finde, ganz hübsche, bunte Mischung eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube 1,99 € oder 1,79 € oder so. Und ich habe vor dem Haus im Eingangsbereich habe ich so eine Schubkarre, so eine alte, mit Blumenerde schon. Und da möchte ich die Primeln gerne einpflanzen. Ich glaube, dass das ganz niedlich wird. Genau, das kommt dahin. Dann habe ich an meiner Terrasse, dort draußen, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht an dieser Wand, aber so eine Wand, wie ihr da seht, so eine Bretterwand, habe ich auch auf der anderen Seite. Und da habe ich so eine Behälter mit so einem Hängeteil irgendwie. Und davon habe ich 3 Stück und da möchte ich gerne diese Pflanzen reinhaben. Dianthus caryophyllus. So sehen sie aus. Ich finde sie wunderschön. Also gerade diese hier finde ich richtig hübsch. Das ist halt so weiß mit pink, mit lila, mit was auch immer. Und dann habe ich die nochmal in nur weiß mitgenommen. Und in so einem richtig schönen, ja, Bordeaux-Rot, sag ich mal. Genau. Die 3 will ich da auf jeden Fall einpflanzen. Und dann hängen die halt nicht auf der Innenseite, sondern quasi auf der Outside, genau. Auf der Außenseite, sodass man zur Straße oder von der Straße aus die Pflanzen sehen kann. Das finde ich ganz schön. Entschuldigt bitte, ich habe schon wieder so einen Schluck auf. Genau. Dann habe ich tatsächlich an diesem Teil da auch so ein Hängeding hängen, ein bisschen anderes. Und da soll diese Pflanze rein. Kann man das erkennen? Ja, ne? Ja. Die ist auch ganz schön. Die ist auch ein bisschen größer als diese hier. Die sind so ein bisschen kleiner und diese hier ist halt ein bisschen größer. Die soll da reinkommen. Und dann habe ich hier noch Tulpen. Also das sind so 3. Ja, das ist... Der eine zählt nicht. Also ich würde sagen, das sind 3 Tulpen. Diese gelb-orangen. Und ich liebe die ja auch, wenn es die im Laden irgendwo gibt. Und ich hoffe, dass die auch nur ansatzweise so schön irgendwie kommen. Die möchte ich gerne in mein Beet pflanzen. Da werde ich euch vielleicht dann mal bei Instagram Foto zeigen können. Ich hatte, glaube ich, ein Vorherbild gemacht von dem Beet. Jetzt muss ich da noch ein bisschen was machen und dann kann ich euch vielleicht auch ein Nachherbild zeigen. Mal gucken. Und dann habe ich noch diesen schönen Topf gekauft. Und ich finde, das ist als Deko schon ganz niedlich mit diesem rosanen. Ich weiß leider auch nicht, wie die heißen. Ich weiß nur, dass die ganz göttlich riechen. Also so sehen die aus. Die gibt es auch immer in lila. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5 Zwiebeln drin.
Und die kann man dann ja auch sich so ein bisschen bunt in den Garten pflanzen. Ich habe so zwei, drei Stellen, wo ich die gerne hinhaben möchte. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und die einzelnen Pötte haben jeweils irgendwie zwischen 1,20 Euro und 1,99 Euro, glaube ich, gekostet. Also, das war erstmal das aus dem Pflanzenbereich. Dann habe ich noch ein paar Basics, sage ich mal, aus dem Pflanzenbereich mitgenommen. Also, wenn man das Pflanzenbereich nennen kann. Ich habe einmal hier so einen kleinen Wischeimer nochmal mitgenommen für 99 Cent. Ich habe schon so einen, aber es schadet irgendwie nicht, wenn man davon einen zweiten hat, weil wir benutzen den halt, also falls jemand spucken müsste, würden wir den auch als Spuckeimer benutzen, aber halt auch als Wischeimer und als wofür auch immer man ihn so braucht. Von daher ist mir das irgendwie auch ganz, ganz lieb, wenn wir da noch einen zweiten von haben. Und einen etwas größeren, wie man sehen kann, für 1,29 €. Der ist aber vermutlich für draußen. Ich meine, jetzt, wo wir draußen auch ein bisschen Klarschiff gemacht haben, haben wir diverse Eimer und Pötte, Maurerbalien, also so kleine Maurerbalien, wieder gefunden oder festgestellt, dass die gar nicht kaputt sind, dass man die noch benutzen kann. Und die Kinder benutzen das halt auch, um den Kaninchenstall zu machen, um da den Müll reinzupacken und das zu entsorgen und auch das Neue reinzupacken, also Strohheu und so. Ja. Das ist immer ganz praktisch. Ich benutze auch gerne so kleine Eimerchen, um ein bisschen Unkraut irgendwo zu zupfen. Gerade jetzt, wo ich nicht so schwer tragen darf, ist es halt total sinnvoll, so einen kleinen Eimer voll zu machen und nicht so einen riesigen Pott, den man dann eh nicht mehr tragen kann. Also von daher, ja, Eimer kann man nie genug haben. Und dann habe ich noch ein paar Blumentöpfe gekauft. Oh, ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Schaut mal bitte, wie schön der ist. Der ist halt auch so, ja, Hartplastik. Einmal diesen hier. Und ich meine, der hat 3,99 € gekostet. Und dann gibt es noch diese Größe für 2,99 €. Wartet, ich versuche das so zu machen. Und diesen kleineren für 1,99 €. Und dann habe ich halt drei Stück. Und ich dachte, wenn die alle so beieinander stehen, ist das bestimmt hübsch. Die Frage ist nur, muss es zwingend nach draußen oder kann ich es auch hier drin einfach auf eine Fensterbank stellen? Das finde ich, glaube ich, auch ganz schön. Und ich habe noch keine Pflanzen dafür. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also ich denke, ich muss auf jeden Fall nochmal los und ein paar Pflanzen kaufen. Aber ich habe jetzt halt auch einige gekillt, beziehungsweise mal entsorgt, die ich gekillt habe. Und auch draußen haben wir jetzt ordentlich was gemacht. Und deswegen, ja, glaube ich, dürfen wir uns mal ein paar neue erlauben. Genau, und dann habe ich noch einen Behälter mitgenommen, der ist so groß von den Maßen her, ich weiß nicht, ob die hier draufstehen, 37,5 cm, so ein Pflanzkübel halt, für, weiß ich gar nicht wie viel, ich glaube 4 Euro oder, ja, 4,69 €. Der ist halt auch super praktisch, der hat so kleine Füße und den stelle ich mir vorne vor die Haustür, vielleicht mit einer Hortensie. Mal gucken. So ist zumindest mein Plan. So, und dann habe ich natürlich noch ein paar andere Sachen gefunden, wie das immer so ist. Aber wirklich nur ein paar. Zum einen musste ich unbedingt diesen Weichspüler mitnehmen. Ich hatte euch, glaube ich, schon mal erzählt, wie toll ich den finde. Also auf jeden Fall im Aufgebraucht habt ihr es gesehen. Ich liebe ihn einfach. Also es ist der von Soft Lahn mit Vanille und Orchidee. Und er ist einfach so gut. Er riecht so, so, so gut. Und er ist so lang anhaltend auf der Wäsche. Und ja, das ist richtig geil. Ich habe jetzt noch eine Butter mitgenommen. Der war relativ teuer. Ich habe hier den Kassenbon. Ich gucke mal eben. 1,49 €. An sich jetzt ja nicht so, ne? Kein Wertuntergang. Aber ich weiß halt, dass es in einem Angebot für sehr viel weniger gibt. Und deswegen, ja, habe ich erstmal nur eine Buddel mitgenommen, weil ich ihn erstmal wieder da haben wollte, aber ich musste auf jeden Fall noch Nachschub holen, weil der ist echt richtig klasse. Dann habe ich Luftschlangen mitgenommen, und zwar diese blauen, so, kann man das erkennen? Blau, Metallic ist das. Ja, die habe ich mitgenommen, weil Mausi ja bald Geburtstag hat und sie liebt blau und ja, Luftschlangen kann man immer gebrauchen. 99 Cent haben die, glaube ich, gekostet pro Packung. Genau. Dann habe ich noch Biomüllbeutel mitgenommen. Ich glaube, es sind 5 Stück nur drin. Also echt nicht viel.
Ich glaube, bei DM gibt es immer 10 in einer Packung. 5 Stück. Die haben gekostet 69 Cent. Genau. Nur, ja, ich war halt da. Meine Mama war mit, die hat sich auch welche gekauft. Dann habe ich gesagt, ach komm, dann kann ich auch gleich welche kaufen. Schadet ja nicht. Man braucht sie ja. Dann habe ich was fürs Baby gekauft. Und zwar einmal dieses Set. Das ist halt weiß mit grau. Das sind Mulltücher, also Spucktücher. Das war das teuerste von meinem Einkauf. Irgendwie, das hat 7,99 € gekostet. Finde ich verhältnismäßig. Und wenn man sich die Qualität anguckt, auch ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Da sind 5 Tücher drin. 70x70 sind die groß. Und ja, aber ich brauche halt noch welche. Und deswegen habe ich sie halt mitgenommen. Und die sind halt schön schlicht. Und dann habe ich als letztes Teil, was ich auch ziemlich cool finde, noch Servietten mitgenommen. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass ich eine kleine Serviettensucht habe. Und ja, Guten fand ich halt super cool. Das ist halt so unsere Art hier. Und deswegen durften die auf jeden Fall mit. Da sind 20 Stück drin und die haben gekostet 99 Cent. Genau, das war das. Dann hatte ich irgendwie noch einen Milka Tender mitgenommen, aber die haben wir aufgegessen. Also das ging relativ schnell. Und ja, das war meine Ausbeute. War eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Gerade, dass es auch so schöne Pflanzen da gab. Und jetzt bin ich halt, ja, wie gesagt, ein bisschen traurig, dass ich mir nicht noch mehr gekauft habe. Ich hatte neulich beim Turm auch schon mal 3 Pflanzen gekauft. Aber die habe ich schon direkt eingebuddelt. Deswegen kann ich euch die nicht zeigen. Und jetzt, wo ich euch dieses Video abgedreht habe, kann ich auch endlich meine Pflanzen alle einbuddeln. Und ja, meinen Garten etwas bunter gestalten. Und ich hoffe, dass ihr es mir gleich tut, euren Garten, euren Balkon, eure Terrasse, eure Wohnung, wie auch immer, ein bisschen bunter gestaltet, vielleicht eine kleine Frühlingsdeko aufhängt und euch in wunderbare Frühlingslaune bringt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.